Willkommen zurück, ihr lieben Kinder der Nacht, zu Stardew Valley. Genau, wir haben die erste Woche des Herbst, nee, die zweite Woche des Herbstes fast rum. Am nächsten Tag wolkig mit Windböen. Die Kristallkugel sagt heute etwas mehr Glück. Ja, geht so, ne? Man wird sehen. Die Gießkanne wie immer gezückt. Da wächst der Amaranth ganz schön und prächtig. Da sind noch so. Warum sind da zwei Maiskolben? Okay. Ich dachte eben, hier könnte ich auch ernten. Na gut. Ach ja, das übliche Gießen. So. So, ich versuche das einfach mal jetzt am Anfang zu machen. Also, wenn es euch gefällt, Like da lassen, Daumen nach oben. Wenn ihr nicht abonniert habt und euch das Ganze hier gefällt, was ich hier mache, könnt ihr abonnieren. In der Videobeschreibung auch noch Twitter, da könnt ihr mir auch folgen. Ja, mal sehen, ob das was bringt, wenn ich das jetzt schon mache. Ach, hier kann ich ernten, die Süßkartoffeln. Sehr schön. Supi. Dann können wir die Süßkartoffeln ernten. Es ist Freitag, dann können wir auch noch mal zum Verkaufswagen hin. Ach, ist das schön. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr spielen können, weil, keine Ahnung, irgendwie keine Zeit gehabt. Ich wollte gestern eigentlich aufnehmen und ja. Dies, das und jenes kam dazwischen. Und dann war ich so müde, dass ich dann auch keine Lust mehr hatte, mich hinzusetzen und aufzunehmen. Ich glaube, das war irgendwann so, ja, kurz nach Mitternacht, wo ich dann die Zeit endlich gehabt hätte. Ja, war aber wirklich extrem müde. Naja. Und jetzt gerade, ich glaube, ein bisschen hört man es auch an der Stimme. Ich bin erst vor, lass mich lügen, einer Stunde oder so aufgestanden oder eineinhalb. Oh, ich bin immer noch so müde. So. Ja, kann ich von hier aus machen. Ich weiß nicht, in letzter Zeit schlafe ich ein bisschen länger als sonst. Vielleicht gar nicht so verkehrt, aber ich bin dann trotzdem den ganzen Tag so müde. So. Wie mache ich das so rum? Genau. Hier rum. Und die drei so hier. Genau, und hätten wir soweit schon die goldene Gießkanne, könnten wir einfach dieses Neuner Feld gleich so schon gießen. Naja. Okay, Süßkartoffeln. Nom nom, lecker. Die packen wir erst einmal wie immer weg. Zack, zack. So, dann die können wir verkaufen soweit. Bisher aber noch nicht so viele in Gold, ne? Naja. Ich glaube, eine Süßkartoffel brauchten wir noch. Moment, ich guck mal eben nach. Herbst, Nutzpflanzen. Eine Aubergine, Kürbis bekommen wir erst wahrscheinlich morgen. Da unten sieht man sie schon. Und eine Süßkartoffel. Ich glaube, eine Aubergine hatte ich hier schon reingepackt. Yep. Gut. Genau, die Zapfhähne. Ich wollte unten dann einmal lang und dann links die ganzen Zapfhähne einmal anbringen. Dann einmal zu Pierre, noch einmal die Süßkartoffeln wiederholen. Ansetzen. Das sind, ja, 4, 8, also 10. So. Kätzchen. Oh ja, ich sehe es gerade, da links. Hat sich richtig gut verteilt schon, das Gras. So, einmal flauschen. Ja, die Pilze brauchen noch ein wenig. Genau, in der letzten Folge hatten wir ja soweit die ganzen Brombeeren ge gesammelt. Ich wollte gerade sagen, gepflanzt. Ja gut, hier glaube ich auch. Also von daher, so zur Hälfte stimmt es. Okay. Ich bahne mir wieder einmal den Weg hier runter. Ja, hier drüben werde ich auf jeden Fall noch gut aufräumen. Hier links, na, mal sehen. Vielleicht werde ich das einfach so wild wachsen lassen. Mal sehen. Zack, du kommst mit. Dann haben wir oben für die Bäume schon mal die Zapfhähne und das ist doch auch ganz gut. Okay,
Magnet. Genau, ein Angelzubehör oder ein Köder. Erhöht die Chance beim Fischen, Schätze zu finden. Allerdings mögen Fische den Geschmack nicht besonders. Bedeutet, die beißen also auch nicht richtig. Naja, Amaranth hatten wir ja schon. Das ist okay. Fasern, Hüllenkarotte, Schleim, Holzzaun, Kokosnuss. Oh, die Ziegenmilch. Nee, ich lass das. Das kriegen wir früher oder später sowieso ran. Oh, mein Hals. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich aufnehme, oh, mein Hals. Ist irgendwie so bekloppt. Genau, ich darf die Zeit dann nicht verpennen, dass ich dann zu Pierre hingehe. Ist klar. Aber ich kenne mich. So, perfekt. Ein Schwarzbarsch. Das war, glaube ich... Ah, gerade so noch. Okay. Warum? Eigentlich müsste das dann eine normale Chance sein, zu angeln, wenn man den Magnet hat und dann bei den Blubberblasen angelt. Dann dürfte die Wahrscheinlichkeit eigentlich plus minus null sein. Also eben vom Prozentualen gesehen her. Eigentlich. Aber man kennt das ja. Man plant etwas, man versucht es so möglichst auszurechnen und dann stimmt es trotzdem nicht. Genau, dann können wir die Fische auf jeden Fall gut verkaufen gleich. Ja. Oh, ein Schatz. Der ist gerade etwas wichtiger und dann den Fisch. Da kann sonst was Tolles drin sein. Ein paar Artefakte. Ja, eine Geode, da kann auch ein Artefakt drin sein, deswegen... Es lohnt sich immer. Und auch für die paar Kupfer-Nuggets, sag ich mal. Für das Kupfererz. Das lohnt sich auf jeden Fall. So. Ach stimmt, wir haben doch jetzt eigentlich sehr viele Köder. Und ich wollte mir auch noch die, hat das eben gebübert? Ich weiß es nicht. Ich habe es eben nicht ganz gesehen. Die Wurmkiste wollten wir uns auch noch machen. Damit wir jeden Tag Köder bekommen. So. Dann braucht man die nämlich nicht aus Käferfleisch immer selber basteln. Höchstens den Spezialköder von Linus könnten wir machen. Stimmt, dann wäre bei den Blubberblasen die Chance ja noch höher, Fische zu fangen. So, reicht aber. Nein, ich möchte weitermachen. Nee, irgendwann muss auch mal Schluss sein. Wir haben jetzt 5 goldene und einen silbernen. Einmal Müll und einmal eine Alge. Das reicht ja wohl. Ja, die süße Hutmaus. Immer wieder schön. Ich finde das auch so cool. Ich wollte gerade sagen, jetzt hatte ich gerade denselben Bug wie beim Gießen, dass ich eben nichts mehr bewegen konnte. Interessant. Naja, Energie haben wir sowieso gar keine mehr. Ja, dann lohnt sich das nicht, in die Mine zu gehen. Außer wenn wir jetzt nochmal nach Hause gehen, ablasten. Oh, stimmt, ich muss unbedingt zu Pierre. Und bevor ich das jetzt wirklich verpenne, entweder 16 oder 17 Uhr macht er nämlich schon dicht. Ja. Oh, überall die süßen Vögelchen. Cheep, 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 cheep. Aber überall, meine Güte, sind das viele. So viele auf einmal habe ich noch nie gesehen in diesem Spiel. Selbst bei den Möwen war das nicht so heftig. Da waren es auch immer nur so 3, maximal 5. Tja. Erstmal zu Pierre. Abigail, tschüss. Willkommen. Ja, ja. Ich glaube, ich hole mir dann auch gleich die Tasche. Denn, ja. Ja. Und die Tasche, gib her. Ja, kaufen. Oh, chronischer Platzmangel. Die Folge hat mich das wirklich gelehrt. Ich brauche den Platz. Oh, das ist gleich viel besser. Dann können wir den nächsten Tag auch in die Mine gehen. Lea braucht Smaragd. Ich nehme es mal an. Ich weiß aber nicht... Moment. Ah, Jodie hatte Geburtstag. Abigail hat morgen Geburtstag. Ja, ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Ich glaube, jetzt nochmal... Obwohl doch, das dürfte sich doch noch ein bisschen lohnen.
Hopp, 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 hopp. Du. Zack. Ein Kupfererz. Ja, gerne doch. Dann nehme ich noch die Haselnuss mit. Oh, Haselnüsse. So köstlich. Ist auch ganz gut, wenn man Haselnuss, also gemahlene Haselnüsse oder gemahlene Mandeln nimmt und dann eben das mit durch Mehl, nee, mit Mehl ersetzt. Ja, wie kann man es denn? Ah, Kopf klar kriegen. Wenn man Mehl macht, zum Beispiel mit hier Pfannkuchen, man braucht Mehl, kann man auch einfach einen Teil davon mit eben gemahlenen Mandeln oder so ersetzen. Das schmeckt echt fantastisch. Aber ich habe mal den Fehler gemacht. Ich habe leider einmal zu viel gemacht. Und die Konsistenz war dann nicht in Ordnung von den Dingern. Also da muss man schon, ja, auspeilen, sag ich mal, dass das denn so gut funktioniert. Genau, die Sachen verkaufe ich erstmal nicht, weil ich das ja für die nächste Saat brauche. Stimmt, das wollte ich hier auch noch machen. Dann machen wir mal 10. Dann hier 10 Stück. Und dann von denen waren es, glaube ich, auch noch 10. So. Nee, hier. Da haben wir 100 für die nächste Jahreszeit schon mal. Dorthin, dann... Hatte ich nicht die... Moment, habe ich die jetzt hier reingepackt? Ja, Tatsache. Egal. So, zack und zack. Genau, das ist ja zum Glück schon gegossen. Dann bringe ich die jetzt schon mal an. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Perfekt. Moment, ich habe da was gesehen. Zack. Damit hier zwischen nichts wächst. Okay. Dann möchte ich jetzt doch nochmal ins Bad gehen. Zumindest ein bisschen versuchen, in der Mine weiter runterzukommen. Wir waren jetzt, glaube ich, auf Ebene 90 oder 95. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall auf 90, da wir ja das Obsidian-Schwert haben. Häschen. Oh ja, das können wir ruhig mitnehmen. Zack. Ah, gleich 2 Stück bekommen. Supi. Da oben ist nichts weiter. Sehr schön. Dann können wir die uns aufheben, wenn wir dann in der Mine sind und Energie brauchen. Gibt zwar nicht so viel, aber dennoch, das ist okay. 2x 35 dann und ja, eben halt auch Energie. Gesundheit, wollte ich sagen. Ich habe auch mal gesehen, ein Video von 2018, dass man hier mit dem Badehaus einmal etwas machen kann. Dass man so eine Art Cheat benutzt. Dass man, genau, mit dem Schwert, wenn man das benutzt, geht man ja automatisch immer so langsam und langsam nach vorne. Wenn man das am Rand benutzt, kann man dann, ja, sich aus der Map heraus glitschen, sag ich mal. Sodass man dann von der anderen Seite hier durch kann, dass man hier rauskommt, kann dann hier so einen Pfahl hinsetzen, da wo man dann aufkommen würde, dass man dann weiterhin, ja, schwimmt, die ganze Zeit über. Und dass dann ständig die Energie sich wieder auflädt, wenn man stillsteht. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Das würde ich dann irgendwann mal ausprobieren. Aber im Moment nicht. Da habe ich gar keine Lust zu gerade. Ja, 19:30 ist jetzt ein bisschen spät, aber dennoch. Ja stimmt, was brauchen wir eigentlich noch fürs Gemeindehaus? Ja gut, Gewächshaus, das wird auf jeden Fall noch dauern wegen dem hier. Weil ich nicht weiß, nicht abschätzen kann, wie das jetzt funktioniert. Und erst recht nicht deswegen. Ja, hier die... Ah, gut, dass ich die Ziegenmilch nicht geholt habe, weil ich eine große Ziegenmilch brauche. Sehr schön. Herbst, da sind wir bei. Ah, und das hier halt. Das wird auch ewig dauern. Schwarzes Brett. Ja, das ist einfach nur für die Freundschaft. Das können wir eigentlich links liegen lassen so und nun so nebenbei machen. Hartholz. Ja, 2x Hartholz bräuchten wir. Das kriegen wir im Winter. Fische sind so gut wie fertig. Das kriegen wir auch noch. Den kriegen wir auch noch, wenn es regnet jetzt im Herbst.
Waldspringer brauchen wir noch. Da würde ich dann die Axt ganz gerne aufwerten und dann kriegen wir auch endlich richtig Hartholz dazu. Aber ich glaube, erst ab der Goldaxt, ich wollte sagen Spitzhacke, erst ab der Goldaxt können wir dann in den Wald hinein. Nein, Schleimi. Böses Schleimi. Dankeschön. Jetzt der hier noch. Oh, wie schön schnell das geht. Oh, das ist so super. Auch hier, wir müssten jetzt 3 bis 4 Mal drauf kloppen. Hätten wir noch die normale Spitzhacke. Aber ich würde die ganz gerne auch aufwerten. Je nachdem, wie das dann halt passt. Da wir durch die Preiselbeeren jetzt so viel Geld bekommen, ist das soweit okay. Im Winter kriegen wir dann auch noch ein bisschen was an Saat. Nur da müssten wir dann einfach mal gucken. Ja, stimmt, das Silo dürfte ja auch bald fertig sein. Oder ist, glaube ich, schon fertig. Ich habe Robin gar nicht mehr gehört auf dem Hof, ob sie da am Kloppen ist. So, Gold in rauen Mengen. So, da ist auch schon die Leiter, sehe ich gerade. Cool. Nein, pfui, aus. Ah, blödes Vieh. Hier rechts ist nichts mehr. Ich hole mir noch das Gold und dann gehen wir einfach weiter runter. Sehr schön. Gut, dann hier geht es weiter. Einfach weiter. Mit der Leiter. Oh Gott, dieses Gereime ständig, ne? Hier kriege ich manchmal gemischte Saat raus. Und komm schon, stirb. Danke. Du auch. Flattermäuschen. Oh, die Zwergenschraftrolle. Cool. Ja, stimmt, wir haben das ja schon gelernt. Nö, nein. Aus. Hau ab. Na. Sehr schön. Genau, oben rechts hier dürfte noch was sein. Oder ich hoffe es zumindest. Na. Nö, nix, wie immer. Naja, die Hoffnung stirbt ja immer zuletzt. Ah, 23 Uhr. Mal sehen, mal sehen. Wenn wir jetzt nochmal eine Leiter finden, ist ganz gut. Aber ansonsten, ich schätze mal nicht. So. Durch die ganzen Viecher jetzt auch wird man doch ganz schön aufgehalten. Deswegen. Nee, ich gehe lieber wieder hoch. Ist besser. Ist mir sonst ein bisschen zu spät. Na, komm schon. Danke sehr. Und einmal zur Bushaltestelle. Genau, ablasten und schlafen gehen, wie immer. Es wird spät. Die Zwergenschriftrolle können wir gleich sofort verkaufen. Die will keiner haben. Na, Kiste, nicht der Busch. Nee, das nicht. Dort. Und das war's dann schon. Den Rest hier noch mit einsortieren. Hopp, hopp. Die packe ich hier mit rein. Muss ja auch später dann für das Bündel da sein, sag ich mal. Beziehungsweise für die Saat. Ah, Minenarbeit Stufe 7. Plus 1 Spitzhackeneffektivität. Jetzt können wir, das war glaube ich Eisen, in Gold umwandeln. Wenn wir das wollten, ist klar. Wow, ich bin begeistert, wie viel diese Zwergenschriftrolle bringt. Ich kann mich kaum auf dem Stuhl halten. Naja. Aber was will man erwarten? Nicht alles, was man so verkauft, ist eben auch wertvoll. Aber es hat trotzdem einen Wert. Ich glaube, bis auf Müll oder so. Der hat wirklich überhaupt keinen Wert. Oh, heute sehr viel Glück. Dann würde ich doch ganz gerne wirklich in die Mine gehen. Oh, schade, die Kürbisse sind nicht fertig. Na, no, kann ich Abigail kein Geburtstagsgeschenk bringen? Zumindest nicht das. Ich schaue mal ganz schnell nach. Dort ist der Tab. Abigail, was magst du sonst noch außer Kürbisse? Ich glaube, Amethyst, ne? Ja, tatsächlich.
Kugelfisch. Ja, super. Würziger Aal. Okay. Minimieren. Das bitte wieder in den Vordergrund und... Oh, die Preiselbeeren. Ah, das ist immer so schön. Blub, 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 blub. Oh, heute ist aber ganz viel fertig. Sehr schön. Dann muss ich noch die Feenrosen neu kaufen. Dann unten nochmal den Senfkohl. Hier ist nichts weiter. Oh, 12 Krähen. Das ist schon einiges. So. Hier noch irgendwas zum Ernten. Da, ja. Mal ein bisschen dichter gucken. Nee, sonst nichts weiter. Oh, das ist so schön mit der größeren Tasche jetzt. Ah, wo bist du denn? Gießkanne, dort oben. Ich fülle die aber erstmal auf. Zack. Nö, das Auffüllen kostet keine Energie mehr. Das ist schön. Ich hatte es nämlich tatsächlich schon mal. Das war, glaube ich, früher so um 2017 noch rum. Da hatte dann das Auffüllen der Gießkanne Energie gekostet. Fand ich ein bisschen doof, aber naja. Was will man machen, ne? Ah, nein. Genau, ich schaue dann gleich mal nach, ob ich einen Amethyst finde. Und dann gehen wir zu Abigail und schenken ihr den. Ich habe jetzt, wie gesagt, die ganzen Geburtstage der anderen einfach vergessen gehabt. Naja, kriegen wir halt nächstes Jahr. Das wird häufig aber noch passieren. Weil bei den meisten, ja, ich kann ja nachgucken, was die mögen. Aber wenn ich das nicht da habe, ist ja auch doof. So zum Beispiel die ganzen Kochrezepte, würziger Aal und sowas, kann ich ja noch gar nicht machen. Mit den Herbstblättern. Es ist so schön. Wenn das mal bei uns so schön hier aussehen würde. Ich bin ja schon froh, dass der Sommer bei uns dieses Jahr wirklich sehr mild war. Ich glaube, das waren jetzt nur, lasst mich lügen, 2, 3 Wochen, die so richtig warm waren. Und mehr aber auch nicht. Zum Glück, denn sonst hätte ich wahrscheinlich wieder so übelst Migräne gehabt. Oh. Oder an sich überhaupt Kopfschmerzen. Genau, die Feenrosen. Da weiß ich, Jess mag die ganz gerne. Die Lütte. Deswegen werden wir die auf jeden Fall noch aufheben. Wenn wir wissen, wann sie Geburtstag hat, dass wir die dann ihr einfach schenken können. So. Aber es ist ein ganz schön vergängliches Geschenkblumen, ne? Deswegen, ich habe meinem Freund auch schon gesagt, meinem Freund, wenn er mir was schenken möchte an Blumen, dann möglichst wirklich im Topf. Dass ich mich dann noch weiterhin, nein, nicht alles, dass ich mich noch weiterhin drum kümmern kann. Denn ich finde das sonst immer so schade. Zum einen eben halt sind die Blumen relativ teuer. Dann brauche ich jetzt noch eine zweite Kiste. Also, wo ist denn... Und zum anderen ist es dann einfach schade, die wegwelken zu sehen. Moment, dich mache ich mal so rot wie diese Kiste hier vor mir. Das wäre, glaube ich, das. Und du wirst orange. Genau. Dann kommen die ganzen Blümchen hier vorne mit hinein. So. Fragt mich nicht, ich habe da so einen Tick. Das ist einfach... Ich muss von jedem Item, auch wenn es so eine Blumen sind, die eigentlich... alles dasselbe ist. Immer mindestens eine überhaben. Ich würde sagen, wenn wir denn die nächsten 10.000 haben, machen wir auch das Haus-Upgrade. Ich schaue mal ganz schnell nach, wie viel das kostet. Robin ist hier. Na, wo steht's denn? Schreinerladen, dort. Schuppen. Ah, hier, Haus-Upgrade. 10.450 Holz. Ja, Holz ist kein Problem. Das ist ja wohl, lächerlich. Das ist okay. Aber ansonsten eben halt die 10.000. So,
Sehr schön. Es ist Samstag. Dann würde ich, wie gesagt, ganz gerne nochmal versuchen, in die Mine zu gehen. Nee, Moment. Erst einmal 10 davon, 10 davon. Denn sonst vergesse ich das wieder. Ich bin so schrecklich vergesslich. Ich weiß nicht warum. Ah, dich habe ich gesehen. Wie dein Blatt hervorlugte. Na, ich weiß, ich könnte jetzt auch schon mal, ja, irgendwas auf Gold aufwerten. Achso, ja, hier, Dingens. Ah, wie nennt sich das? Die Gießkanne, genau. Aber die brauchen wir ja im Moment. Gut. Stimmt, ich wollte noch bei Lea nachgucken. Ah, ich habe jetzt einiges vergessen. Ich wollte nachgucken, ob ich einen Smaragd für Leia habe. Und ich wollte für Abigail einen Amethyst raussuchen. Ah, dann gehe ich jetzt halt zu Fuß wieder zurück. Aber ich habe mich dran erinnert. Ohne irgendwie zu lange zu brauchen. Das ist gut. Habt ihr irgendwelche Empfehlungen für Gedächtnistraining? Ich weiß nicht warum, das ist bei mir mittlerweile so schlimm geworden. Also, Smaragd habe ich einen. Einen, ja. Und ein Amethyst für Abigail. So, jetzt aber direkt hingehen. Leia dürfte über Nacht dann auch noch in dem Lokal sein. Ah ja, Hayley. Ich ignoriere sie jetzt einfach mal, so wie sie das immer mit uns macht. So, oder sie steht hier? Nee. Aber Abigail, hier, bitteschön. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert? Ich bin beeindruckt, danke. Hast du Vogelscheuchen auf deinem Feld? Ja, auf jeden Fall. Also, was haben wir geerntet? Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und die Süßkartoffeln, genauso viele. Sehr schön. Aber das mit den Preiselbeeren, das war wirklich notwendig. Das ist super. Caroline, komm mal her. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas mag. Geht es nur mir so oder spielt Abigail zu viele Videospiele? Sie hat nur ein Zimmer an. Vielleicht bin ich ein wenig altmodisch. Ach, das geht schon. Ich mag Caroline. Wie weit sind wir eigentlich bei ihr? Caroline. Also noch nicht, ja. Der Rede wert im Moment. So, dann suche ich einmal Leia. Die Kinder gehen gerade spielen mit Penny. Das finde ich auch sehr schön. Sam ist gerade. Nee, nicht Sam. Sebastian ist gerade zu Sam. Ich bin überrascht, dass du immer noch Anschluss bei mir suchst. War ich nicht unhöflich genug zu dir? Ach, das geht. Das geht. Ich kenne seine Hintergrundgeschichte, deswegen. Ich mag ihn. Er ist super. Willi. Auch mal woanders am Angeln. Ach, ich finde das so schön. Huch! Noch ein Event mit Leia. Kerl, wie oft muss ich es dir noch sagen? Ich will nicht zurück in die Stadt kommen. Hör auf, mich anzurufen. Ich will nichts mehr von dir hören. Und legt auf. Yuriko! Sie ist traurig. Ach, du hast mich am Telefon schreien gehört? Naja. Das war Cal. Wir waren mal zusammen. Ich erzähle dir vielleicht besser ein wenig mehr darüber. Wir hatten gemeinsam in der Stadt gewohnt. Ich habe tagsüber nebenbei gejobbt und nachts an Kunstprojekten gearbeitet. Wir haben gerade genug Geld verdient, um irgendwie durchzukommen. Oh, ich kenne das Gefühl. Sie hat mich immer nur dazu gedrängt, zurück an die Uni zu gehen, um BWL oder Medizin zu studieren. Irgendwas mit einer Menge Geld dahinter. Es ging wohl hauptsächlich darum, Geld für ein normales Leben zu sparen. Weißt du, ein Haus in der Vorstadt, Kinder, Elternabende, solche Sachen halt. Ich war nicht bereit für dieses Leben, Yuriko. Ich musste einfach gehen. Also bin ich hierher gekommen, um meinen Traum als Künstlerin zu verwirklichen. Das ist schön. War das egoistisch von mir? Nein, es musste getan werden. Nein, und Kel klingt nicht sehr nett.
Nein, aber es wäre besser gewesen, in der Stadt zu bleiben. Ja, ein wenig. Ja, aber jeder ist sich selbst der Nächste. Kann ich halbwegs zustimmen? Aber nur so halbwegs, denn, naja, es ist doch auch scheiße, mit jemandem zusammen zu sein, ja, wenn man sich überhaupt nicht mehr versteht. Nur noch aus Gewohnheit heraus. Nein, es musste getan werden. Das würde ich aber auch nicht sagen. Es musste nicht, sie wollte es ja. Ne? Es war nicht egoistisch und Kerl klingt auch wirklich nicht nett. Das ist ein wenig hart, aber ja, wir hatten unterschiedliche Prioritäten. Genau das meine ich. Jedenfalls, ich habe ein wenig mehr über deine Idee mit der Ausstellung nachgedacht. Ich arbeite an ein paar neuen Skulpturen, die ich dabei vorzeigen könnte. Ich bin etwas aufgeregt, aber der Gedanke, meine Kunst an die Leute zu bringen, ist ganz schön aufregend. Ich bin einfach froh, dass du mich dabei unterstützt, das Sternentautal zu einem erstklassigen Kunstort zu machen, Yuriko. Oh, das ist schön. So, und wieder rein. Oh, hi. Dekorationen unterstreichen das Gefühl der Jahreszeit. Das ist eine Tradition, die die Mühe wert ist. Bin ich auch der Meinung. Hallo Yuriko, Smaragd, genau was ich gesucht hatte. Vielen, vielen Dank. Hier ist etwas für deine Mühen. Na? Oh ja, das ist okay. Ich will mal sehen, wie ich jetzt bei Leia stehe. Oh, 4 Herzen! Und dank dem Geschenk bei Abigail jetzt auch 5. Wow, das hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach ist manchmal. Wenn Fischen wieder etwas beliebter wird, erweitere ich vielleicht mal meinen Laden. Ja, das wäre nicht schlecht. Na gut, es kommt immer ganz drauf an, was er denn machen möchte. Wie er es erweitern möchte. So. Ich weiß gar nicht, was das nächste Event mit Abigail wäre. Ach, Evelyn. Bist du näher mit Alex befreundet? Manchmal mache ich mir wirklich Sorgen um ihn. Ach, brauchst du nicht. Ja, doch, Haley. Richtig, bevor ich jetzt in die Mine gehe und das wieder vergesse. Jeder scheint an den Wochenenden ein wenig glücklicher zu sein, oder? Oh ja, ich auch. Ich arbeite leider 7 Tage die Woche. Was soll man als Bauer sagen, wenn man was anpflanzt? Genau, erst einmal das Aussehen. Ja, die packe ich erstmal weg. Ach, da ist Abigail, cool. Ich frage mich auch, was macht sie da die ganze Zeit? Sie steht einfach nur da und macht nichts. So. Ich bin blöd, ne? Warum kaufe ich Süßkartoffeln? Egal, was soll's. Haben wir die denn für die nächste Ernte? Obwohl in 10 Tagen... Das würde nichts bringen. Aber Pierre hat zum Glück noch auf. Die Feenrose war das, glaube ich. Ah, naja. Verpeilt, wie immer. Aber ich glaube, das ist man schon gewohnt, wenn man mich schon länger guckt. Willkommen bei Pierre's. Ja, ich war schon mal hier heute. Genau, die Feensaat ist das. So, na macht nichts. Haben wir für nächstes Jahr die Süßkartoffeln schon mal. Ne? Aber interessanterweise, Shane geht auch eher hier einkaufen. Obwohl er bei Joja arbeitet. Ob die einem auch Angestelltenrabatt geben, wer weiß. Ich weiß zufällig, dass mein Schwiegervater... dass der bei Deichmann arbeitet. Und dass der dann auch sogar Mitarbeiterrabatt bekommt. Was ich cool finde. Ich habe zwar immer so gesagt, nee, nee, für mich, ihr braucht da nichts holen. Dann wurde einfach nur gesagt, Ruhe, und dann war gut. Ja, super. Okay, da hinein. So. Jetzt können wir noch mal ganz kurz ins Bad gehen. Jetzt lohnt sich das auch ein bisschen mehr. Das letzte Mal war es ja so 17, 18 Uhr. Nee, nicht zur Stadt. Nein! Ach, ich verwechsel das immer. Meine Güte. Weil es immer hin und her tauscht. Halt ins Bad. Wenn ich dann keine Energie mehr habe, dann ärgere ich mich. Mal sehen. Oh, ja, ja, ja. Oh, tut mir leid, meine Daten. Ja, ja, ist gut.
Ah, da sind wieder Würmer. Und? Ui, sehr schön. Prähistorischer Schädel. Gunther kann dir mehr erzählen. Supi. Ich sag's ja, das mit den Würmern, das lohnt sich immer wieder. Genau, wenn man sich jetzt so nach vorne schwingt. Aber ich glaube... Ja doch, ein bisschen bewegt man sich nach vorne. Und damit soll man dann eben aus der Tür raus unten. Und dann soll man hier unten lang gehen und hier dann durch. Aber wie gesagt, das mache ich nicht so weit. Das könnte ich irgendwann mal, wenn ich... Naja, in Anführungszeichen durchgespielt habe, dann könnte ich das mal ausprobieren. Aber ansonsten im Moment nicht. Stimmt, ich wollte auch mal ausprobieren, was passiert, wenn ich die Axt von Robin und den Bärenkorb von Linus hier in diesem Herbstfestival da ausstelle. So, und wieder raus. Na, 17:40 sind wir jetzt draußen, das ist okay. Ach, ich frage mich, wann wir endlich einen neuen Hut bekommen können. Ich weiß, bei Hutmaus könnten wir uns einen kaufen, aber die finde ich momentan halt noch nicht so schick. Ich sag's ja, ein Hexenhut, das wäre super. Da kommt Linus wieder. Ich habe alles, was ich zum Überleben brauche und mehr. Die Natur spielt eine wundervolle Melodie, wenn du ihr nur zuhörst. Ich verbringe auch eine Menge Zeit mit Lesen. Einer der Gründe, warum ich im Tal geblieben bin, ist die große Bibliothek. Oh ja, das kann ich verstehen. Wenn man wirklich nichts weiter sonst zu tun hat, ne? Ist Lesen manchmal dann doch wirklich sehr schön. Gut, wir versuchen nochmal ein bisschen tiefer in die Mine zu kommen. Vielleicht schaffen wir das jetzt sogar auf Ebene 100. No, Schleim, Schleim, Schleim. Das ist ein Schleimer, dieser Schleim. Ah, sogar Kohle. Cool. Nein. Da rechts habe ich noch einen roten Pilz gesehen. Den Schleim möchte ich doch gerne noch mitnehmen. Supi. Hier rechts ist nochmal ein Schleim. Feuerquarz und ein Pilz. So. Auch hier unten die Musik. Ich finde das echt schön. Soweit ich weiß, wenn es regnet und wir sind auch sehr tief, trotz allem sehr tief in der Mine, hört man trotzdem noch so halbwegs das Regengeräusch. Bin mir aber unsicher bei dem. Das müsste man dann tatsächlich nochmal, wenn es eben regnet, einfach mal in die Mine gehen und einfach mal zuhören. Sehr schön. Oh, dieser Feuerball wieder. Huch. Tintenfisch-Tinte? Tintenfische nutzen diese Tinte, um mögliche Angreifer zu verwirren. Cool. Das hatte ich ja auch noch nicht. Schatten, Gestalt und Schleim. Nee, nein. Nein. Autsch. Nein, böser Schleim. Dankeschön. Oh, auch wieder sehr viel Gold. Sehr schön. Unten links auch. Habe ich noch einmal gesehen. Nein, hier. So. Das Gold nehme ich selbstverständlich mit. Jetzt könnte ich eine Bombe gebrauchen. Ne, ich habe aber leider keine. Erstmal der Schleim, damit er keine Gefahr darstellt mehr. So. Oh oh. Oh oh. Das ist nicht schön. Nee. Nein. So. Komm her. Na gut, wenn die mit 2 bis 3 Schlägen weg sind, dann geht das soweit zum Glück. Denn Fledermäuse müssen wir ja auch eine gewisse Menge platt machen. 3, 4. Gut. Und zack. Und zack. Nein, in die andere Richtung.
Ich finde es doof, dass man auch in die Richtung, in die man schlagen möchte, die Maustaste haben muss. Fleder, Maus. Aha. Ah, okay, dann ging das soweit. Hier oben ist noch ein Quarz. Ah, diese doofen Fledermäuse. Okay, Leiter ist ja schon da. Mal sehen, ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt noch recht weit kommen, weil es ja eben halt noch zwei Ebenen sind. Aber die Items ist es auf jeden Fall wert. So, dann. Mal gucken. Genau, hier, das hatten wir noch gar nicht mitnehmen können. Blub, blub, blub. Zwei Schleimis. Au, und ich bin voll reingerannt, ich doofe Nuss. So. Na, schade. Ich dachte, er lässt die Leiter fallen. Na, eine Omnigeode. Hieß es nicht heute, ich habe sehr viel Glück? Na, 23, 30. 40, meine ich. Dann gehe ich lieber raus. Na, vielleicht hier noch. Schade. Na, auch wenn es relativ knapp ist, wenn man schon den Wagen hat, einfach ruhig so lange in der Mine bleiben, wie es geht. Um Mitternacht dann einfach raus. Und dann ist man auf jeden Fall noch rechtzeitig zu Hause. Wenn man den Wagen halt nicht hat, um 23 Uhr schon wieder raus aus der Mine. Okay, die Tintenfischtinte. Ich pack die erstmal hier mit rein. Ich weiß sonst nicht, wohin damit. Der Pilz kommt hier hinein. Dann die Rohstoffe davon hier hinein. Die Omnigeode auch. Die Sachen dort einsortiert und den bringen wir am besten am nächsten Tag zu Gunther. So. Perfekt. Oh, das ist so wunderschön jedes Mal. Sehr schön. Okay. Der 14. Herbsttag. Heute dürften erst die Kürbisse fertig sein. Leider. Okay. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch sehr gerne machen. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Twitter. Und auch vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Stardew Valley wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.